die 35 Minuten voll. Genau, und dann, wenn das jetzt hier mit der Cutscene vorbei ist, dann brauchst du ja quasi nur noch dein Inventar neu ordnen, dann wieder zu dem Dings gehen. Safe-Raum, kannst du noch ein paar Klimbim holen. Ja, mach mal, bis die 35 Minuten voll sind. Und wenn ich nochmal einen Raum in den Dungeon unten mache, dann. I'm here to help. Ich muss noch den einen tollen, diese Zombie-Kantine, die ist ja noch. She can't be saved. Fucking kidding me. You're her mother. Get in here. You don't understand. Ich hätte selber nicht gedacht, weil ich gedacht habe, oh, ich habe gar keine Munition mehr und ich wusste gar nicht, dass da noch MP liegt. Wenn die da nicht gelegen hätte, dann Wait. Ich glaube, du hättest sogar mit der alten Energie zum Aufladen und dem Messer sogar geschafft auch. Naja, es ist halt immer nur schwierig, ne, dass man ihn erstmal zu Knie bringt und dann halt die ganze Zeit draufmessert, um ihm Schaden zuzufügen, dass er dann beim nächsten Mal knien auch da in der Position ist, wenn dieser Container kommt. Ja. Naja gut, egal, ich kann jetzt im Labor die ganzen scheiß Zombies in dem Mal, kann ich ja alle tot messern. Brauchen wir nicht mehr. Ups. Hat keiner gehört, ich hab so eine Faust gemacht. Ja. So. Weil es richtig ist, Mann. So. Gut. Dann nehmen wir Sherry mal Huckepack. Naja, nicht Huckepack, aber. Nehmen die mal. Ich glaube, ich kann jetzt gar nicht an die Kiste, ne? Doch, glaube ich. Legst du die dann ab in die Kiste? Nee. Nee, geht nicht. Also, ich muss durchrennen, okay. Hold on, Sherry. You're gonna be fine. Ja, zumindest haben wir hier alles. Und dein Schild ist immer noch. Kriegen können, ja. Ja, ich hab. Ja, sogar noch zwei Heilungen. Oh, das packen wir gleich weg. Das sparen wir uns auf, das werde ich alles für, falls ich den letzten Endboss mache, ja, werde ich das alles ungefähr 20 Stück davon brauchen. So. Dann ab in die Seilbahn. Vor allen Dingen für den allerletzten Endboss. Wo du eigentlich nur die Augen. Ja, ist auch egal, das muss halt so keiner wissen. Okay. Genau, das liegt noch fern in der Zukunft. Ja. Aber was ich dir schon sagen kann, ist, dass wenn wir das Kapitel auch von Leon durchspielen, dass du definitiv das allerletzte machen musst, wo du 5 Minuten durchhalten musst irgendwie. Okay. Gegen den Fahrstuhl, wo der Fahrstuhl schräg runterfährt. Gott, ich das hasse. Ach, das. Ja, nochmal zurück. Nee. Ziehen wir den Hebel und dann geht's los. Wir haben euch vergessen. Ich glaube auch nicht. This tram is bound for Nest. Do not exit until the final destination. Oh, Gott sei Dank, ich erinnere mich wieder. Ich kann mich aber meine Sprachaufnahmen kann ich mich ja an den Uhrzeiten orientieren. Oh, ich war gerade schon so ein bisschen. Oh Gott, ich hab's gar nicht nummeriert. Achso. Hey. Normalerweise, wenn ich jetzt mal oder sowas aufgenommen habe, würde ich immer quasi das Video 1 genannt und das Audio auch 1. Oh. Da stehen noch Uhrzeiten bei, passt. Ist ja auch vollgepackt mit Dreck. Alter, ey, ganz ehrlich. Ne? Also die Jacke. Ja. Und die andere würde ich mit 5-mal so viel Dreck umnehmen. Ja. You were doing just fine without me, till I came along and got you all sorts of trouble. I have something yours. I don't want it. Und keine Sorge. Ich glaube, man muss die ganze Zeit mal die Filmszenen rein von das Brett, ne? Ja. Also ich nicht, aber. Jawohl. All I really wanted was for her to be home more. I know it seems like your mom doesn't care, but. Das ist halt so. Sherry, komm her. Hang in there, okay? Now, arriving at Nest.
Fußballerstiefel, ne? Ja. Stuttfuß. Schöne lange Strümpfe. Was soll das eigentlich sein? Ist das ein englisches. Oh, jetzt ist dein Schild aus. Ja. Naja. Da liegt, glaube ich, noch was los. Nee. I'm getting you treatment. Just hold on, Sherry. It's okay. Und wie gesagt, keine Sorge, Sherry überlebt eher als ihr. Ja. Die muss sich nämlich nicht um die harten Sachen kümmern. Und wenn sie quasi in. Resident Evil 6 sehr erwachsen. Uns vielleicht nicht. Nein, da muss ich gleich rein. Achso. Links. Links. Ach da. Du sagst Stefan immer, schmeckt aber heute auch wieder gut. Ja. Hey. Hey, Sherry. Ja, du bleibst genau hier, was soll es auch machen? Ich kann sie ja nicht bewegen. Ja, okay. I'll be back soon. I promise. Ein Armband. So, und auch hier ist auch Pistole und Munition alles noch wieder erlaubt, weil es das letzte Level. Ja. Dann bring mich kurz zum. Jo, ich gehe noch mal kurz. Warte. Ja. Hier sind noch mal Sachen für euch zum Lesen. Achso. So. Ja, also das ist hervorragend. Dann Munition kann so ich dir. Ich gerne. Kann ich dir gleich reinladen. Und dann kannst du mir noch mal genau in den Speicher da. Oh, da liegt noch ein Dokument von den Schlafgästen. Genau. Schlafprotokoll mit Toby Jackson, Sarah Takahashi und Walt Page und Anthony White und Cyril Archer und Desmond Locke und Wayne Lee, der pennt halt noch. Ja, Wayne. Und hier gibt es auch noch mal ein, zwei Sachen. Nee. Eine Schreibmaschine und die. Ja, da die packen wir erstmal weg. Mhm. Die auch sowieso, weil du die ja nicht magst. Dann nehmen wir. Was ist denn? Die Samurai Edge. Da sind sogar noch zwei Schuss drin. Kannst du fast vollladen. Ein Messer kann weg. Das wolltest du auch weg haben. Genau. Kannst du mir, falls du noch einen grün-grün? Oder nee. Das Heilspray ist auch gut. Du kannst, wenn du. Wolltest dir auch noch Pistolenschuss machen? Ja, mach mal mehr, also weil hier ist noch ein Schießpulver groß. Entweder ja, gibt das 30 Schuss Schießpulver oder Säuregranaten, aber ich weiß nicht wie viel. Nee, mach mir mal einen großen Schießpulver fertig. Also einen für Pistole. Ja, Pistole. Ja, 28. Ja, kannst du die MP auch erstmal wegpacken wegen keine Munition ja, und so. Messer kannst du drin lassen, die Blendgranate kannst du auch drin lassen, Heilspray habe ich, den einen Flammenschuss, den werde ich jetzt nicht verschwenden, aber den haben wir drin, das Band brauchen wir sowieso. Bitte speichern, weil das so gut gemacht hast eben gerade. Alter, da ist der Endboss mit drin? Nee. Ja. In 6 Meter Zelt? Mhm. Alter Schwede. Hammer. Ja, der. Da war gute, noch. Da war noch was. Da war noch was. ID-Armbänder. Da lernt er jetzt zu verstehen, wie unser Armband hier funktioniert. Was euch eigentlich nichts bringt, weil alles, was ihr dazu wisst, das wird sowieso passieren. Also, ja, gut, scheißegal. Info halt. So, jetzt haben wir zuerst hier reinzugehen. Ist wieder, wird jetzt mal wieder schön ein bisschen dunkel wie am Anfang des Spiels. Oh, und da kommt noch einer, der soll eine Mischung anrichten, glaube ich. Und dann werden wir uns jetzt nämlich noch schön hier den Raum vorknüpfen. Die konnte ich glaube nicht rein, da brauche ich das dann in Blau, ne?
Access denied, genau. Aber hier geht was ab. So, da muss ich gerade mal gucken. Hier war so eine Fotze, die... Oder ein Verzehr. Und da hinten kommt einer. Wird nicht sehen. Und ich stelle mir meine Waffen ein, ne? Richtung und so. Messergriff. So, das haben wir eingestellt. Messer brauchen wir nicht. Ja. Oh, fuck! Alter, wo kommt der denn jetzt gerade her? Okay, das war uncool. Das war uncool. Arschlöcher, Alter. Das war wirklich ein wenig. Hab ich gar nicht mitgerechnet, weil dass mir das passiert. Und dass der jetzt nochmal weiterkriegt, hätte ich auch nicht gerechnet. Bleib einfach liegen, Affe. Das ist wahrscheinlich die Strafe dafür, dass der Luschkopf eben gerade so gut den Endboss gemacht hat. So, bis zum Arsch. Also der auf einmal herkam eben gerade, das müsst ihr mir nochmal erklären, so ganz nebenbei. Ja, die nehmen wir mit. Die brauchen wir auch. Pisse, Alter. Lauf, lauf, lauf. Funktioniert gerade alles. Im Dunkeln ist immer gut munkeln, ne? Sagt er. Ja, in der Ecke da hinten war ich. Gekriegt gehabt. Jetzt bist du da auf einmal. Was ist da los? Da lebt er immer noch. Das wird es wohl hoffentlich gewesen sein. Soll noch mal das Messer aus seinem Hals ziehen? Ah ne, ist weg. Echt jetzt? Da ist aber noch eins an der Kiste. Ja. Alter!
Ja, okay, siehst du, daran seht ihr, dass das auch Zeit wird, für heute zu beenden. Ja, Nadelkartuschen. Ja. Weil wir die so gerne benutzen. Ja, die sollten wir vielleicht benutzen. Gegen die Gegner. Demnächst mal. Ich glaube, sonst habe ich alles weg, ne? Nee. Da war nicht auch okay. Meine Güte. Frage ist bloß, wo noch was ist, ne? Ich glaube eher rechts dann. Da so, ja. Das ist noch was. Ach so, der Elf ist hier. Okay. Nee. Oder zählt der? Ja, aber kann auch sein. Alter, hab ich gerade demontiert, Alter. Geht gar nicht. Na gut, dass ich den einen Granatschuss noch dabei hatte. Ja. Ich kann jetzt quasi den Raum hier unten noch machen, wo man runterspringen muss, dann kann ich hier zurückklettern. Und speichern, weil das ist die Zeit auch um. Falls ich das überhaupt kann, kann ich das? Mhm. Jo. Ich glaube, hier liegt sogar noch ein Messer. Das ist schon mal gut. Das ist sogar sehr gut. Ja. In der Küche muss auch ein Kampfmesser sein. Ja, selbstverständlich. Und wir müssen auch seine Karotten schneiden. So, und jetzt ist der Raum auch fit. Wenn du rausgehst, ist aber links, glaube ich, noch. Ja, da ist ein Zombie auf jeden Fall. Aber warte. Nee, du musst ja erst nach rechts. Den musst du platt machen. Das weiß ich, deswegen schau ich mir die Blendgranate rein, dann stecke ich mir noch auf den Messer. Oh! Hals, was ich gebrauchen würde. Da hat er Mitleid mit mir gehabt, siehst du? Ja. Da hat er seinen Kopf nicht so gebraucht. Genau. Ich glaube, da gibt es auch die letzte Tasche, ne? Das mag sein. Auf jeden Fall muss man dann da weglaufen, glaube ich. Das gleich durchladen. Besserung. Deswegen werden wir uns das bald mal einschalten. Ah, nee. Hä? Nee. Das hab ich jetzt gemacht. Achso. Nee, da brauchst du dieses Move-Zeichen. Achso, ja, stimmt. Hä, muss man es hier nicht entfernen? Nee, nee, ich glaube, du kannst da auch an dem Arm. Den, da genau. Kannst du was machen, das weiß ich. Ja, da tust du das Armband, genau. Ja. Das kannst du dann kombinieren und wenn. Achso, später kommst du hier noch mal her. Genau. Ja. Behinderte und wieder so, weißt du, sieht da so ein bisschen alles zerstückelt aus. Ja, die Hure hier, alter Schwede, hat die mich gekostet. Diese Hure. Na, dann kannst du jetzt nochmal speichern und dann war das eigentlich ein ziemlich guter Soll für diesen Abend. Das war ein ziemlich sehr guter Soll, ja. So, dann können wir uns. Warte mal, erstmal das Erweitern machen wir gleich erstmal. Ja, dann ist das passiert. Bumm, weg. Zack. Kombinieren. Was macht das jetzt? Der Schaden? Ein Gewehr, also das Labor dauert zwar etwas und die Nadelgeräte reißen leicht. Aber es ist sehr effektiv. Ja, das müssen wir auf jeden Fall ausprobieren. Das Problem auch aus. Die und die. Das ist, kannst du nachladen. Kannst du quasi nachladen, das Gerät. Dann hast du den Platz erspart. Nein. Jo. Und dann kannst du nochmal
die Granate wegpacken ins Dings und das Gunpowder auch. Ja, jetzt das machen wir nächstes Mal, genau. Das ist jetzt hier alles so zu viel. Ja, und dann speichern wir. Genau. So total. Total fertig. Der hier, ne? Nee. Nee, der drunter, ja. Nee, der hat ja 18, kann ja gar nicht sein. Der doch. Hier. Nee, das ist Labor. Von der Zeit. Guck mal, von der Zeit her. Ja, aber das hier ist Labor. Ja, das ist ja das, was ich eben gerade gespeichert habe. Ach ja, ja, ja. Ach, ja. Gut. Ja, dann ist das sogar passend. Wisst ihr, was das Lustige ist an dem Video ist? Das kann ich direkt so schneiden und hochladen, weil es 28 Minuten sind. Da brauche ich nicht mal was aneinander kleben. Ja. Ja, damit haben wir einen Riesenzoll erfüllt heute. Ja, also viel kommt nicht mehr und wir sind eigentlich erstaunlich gut durchgekommen. Bis jetzt. Ja. Ich hoffe, das geht so weiter. Ja. Und dann wird das wahrscheinlich das nächste Mal, wenn wir uns treffen, an dem Abend abgegolten sein, dass wir das alles hinkriegen. Und dann wahrscheinlich sogar mit Leon das nächste anfangen. Ja, dann kriegt ihr auf jeden Fall quasi durchgehend von dem Shepard Folgen ohne Ende zu sehen. Wie wir uns auch gar nicht so doof anstellen, vielleicht beim dritten Teil. Ja. Dann danke fürs Zuschauen. Merkt euch immer, lebt euren Tag, lasst euch von keinem versauen. Weder die Stimmung noch das Leben habt ihr nur eins von. Das solltet ihr genießen und das macht ihr am besten mit guten Sachen und nicht mit den Affen, die euch um euch rum sein können. Also chillt euch, euer die Shepherd 82. Ja. In diesem Sinne. Bis zur nächsten Aufnahme, ne? Ciao.